Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Habt ihr Spaß in den Backen? Wir haben jetzt einen Programmpunkt. Auf den freue ich mich am meisten heute. und nicht nur du, sondern manch anderer da draußen auch. Denn der ein oder andere wird uns vielleicht auch kennengelernt haben von unserem fast schon legendäre Nerdquiz, dass wir eigentlich so ziemlich jeder Con zwangsweise aufs Auge drücken. Also jede Con kriegt von mir eine E-Mail, ey, musst du Nerdquiz machen? Da haben wir natürlich, habt ihr ja vorher schon gehört, haben wir auch einige Leute schon kennengelernt und ganz, ganz viele Gäste gehabt. Aber was noch nie passiert ist, ist, dass wir gegeneinander gespielt haben. Oh. Und das machen wir jetzt auch mal. Genau, und ich durfte im Vorhinein diese wunderbaren Fragen, die wir zugeschickt bekommen haben von einigen von euch, ja, in diese wunderbare PowerPoint-Präsentation einpflegen. Und da sind einige Fragen bei. Es ist sehr viel Star Trek dabei, das kann ich schon mal verraten. Da stehe ich vollkommen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht genau, wie es bei den beiden hier ist. Ja, wir haben ja eben schon gehört, einer von uns hat keine Ahnung davon, deshalb. Ja, das werden wir dann gleich mal rausfinden. Ja, also es wird so ablaufen für die, die es nicht kennen. Wir haben hier zwei ganz tolle Buzzer, die wir uns, also ich meine, das erste Quiz waren noch Tröten. So. Ja. Und so eine Tischtennis-Zählplatte. Und dann hatte ich ein ganz ambitioniertes Projekt und wollte die Buzzer selber bauen. Wie jeder Neujahrsvorsatz hat das nicht hingehauen. Und dann fragt man Freunde und die machen das für einen. Und deshalb haben wir hier wunderbare Buzzer, die blinken. Die blinken sogar. Jetzt kann man mal Funktionstest machen. Ja, richtig, genau. Und jetzt muss ich es noch resetten. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch funktioniert. Ansonsten, sei doch mal so nett, drückt doch einfach mal eine Folie weiter. Genau. Und noch eine weiter, bitte. Und dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. So, es steht natürlich 0-0. Ihr sitzt natürlich jetzt falsch, aber ist egal. Ihr wisst ja alle, das ist recht. So, ich habe mir überlegt, dass wir Disney-Prinzessin bzw. Frauen aus Disney-Filmen als Kategorien haben. Für zwei Angry White Nerds die passenden Kategorien. Richtig. I'm still angry about the wrinkle of time. Ja? Also vorher stand da mal sowas wie Klingonen, Borg. Oh, langweilig. Ja, voll langweilig, oder? Also, ja, ich würde sagen, ihr solltet vielleicht irgendwie mal kurz ausknobeln, wer anfangen darf. Ja. Alter vor Schönheit, würde ich gerade sagen. Und Weisheit vor Dummheit, also. Schere, Stein, Papier, Export. Komm, fang an. Komm. Alles klar. Nehme ich gerne an. Mulan 5 würde ich gerne hören. Wir wollen stark einsteigen. Also Mulan 5 dann bitte. Wie heißt der Charakter, den Dirk Bach im Film Kein Pardon spielt? Herr Loppmann. Hardy Loppmann. Ja komm, Herr Loppmann reicht ja gut. Ja, okay. Ja. Herr Loppmann. Ja. Soll ich vielleicht mal, ich will noch anders vom Schrank fallen. Ich kann auch anders vom Schrank fallen. Dann ist es nicht komisch, dann ist es nur platt. Okay, 1-0 für Chris. Ja, eigentlich sogar 5-0. Ach ja, stimmt, genau, es wird ja so gezählt nach Punkten. Du hast recht. Ich hab ja schon vorher gesagt, wenn solche Fragen kommen, dann ist Chris sowieso der Gewinner direkt. Jetzt setz mich doch nicht so unter Druck. Michael, dafür, dass du jetzt. Na, ich bin auch dran. Ja. Achso, ja. Der Gewinner sogar. Ja, genau, und ich ist schon spät, Leute. Ich gebe dir mal eine Chance. Ja. Wer ist Megara? Also 5 Minuspunkte, bitte. Megara 3. Oh.
Wodurch sind die Sammler in der Command & Conquer-Reihe berühmt-berüchtigt? Sie fahren die eigenen Leute um? Sie sammeln. Ne? Okay. Also sie sind halt selten dämlich und sie fahren auch gerne mal ins gegnerische Lager rein. Das kommt schon eher hin. Darf ich das noch? Also dann fahren sie... Genau, durch ihre schlechte KI-Wegführung und ihre Angewohnheit, also mitten durch feindliche Basen zu holen. Dankeschön. Okay, so, jetzt natürlich drei Punkte. Ja. Okay, danke. Einmal die Buzzer freischalten. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich schaff das. Ich vertraue. Spielt der Michael auch mit? Vielleicht, weiß ich noch nicht, muss ich mich noch entscheiden. Sie Pantomime fragen dabei. Ja, doof, wir sind keine Ziele. Egal, ich bin. Ja, was nehme ich? Ich nehme dann Mulan 3, wenn es so gut war. Mulan 3. Mulan 3. Wer schrieb die Musik von Back to the Future? Michael Goldsmith? Nee. Ich kann ja jetzt übernehmen, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe den Song, es war meine allererste CD, die ich gekriegt habe, noch keinen CD-Player, aber diese CD. James Horner, aber das stimmt, komm. Jerry Goldsmith, scheiße. Nein. Alan Silvestri. Okay, Alan Silvestri, oder? Du hast gewonnen. Weiß ich, danke. Oh, Sailor Moon! Habe ich dir Sailor Moon gegeben? Warte mal. Ich will was anderes. Kannst du gleich umtauschen. Werf nochmal so ein Killer-Pitch. Wir haben noch 100. Du musst jetzt was gewinnen. So, okay, dann, also. Hey, dann darf ich hier aussuchen. Wunderbar. Yeah. Ich muss hier aufholen. Ich meine, als Frozen-Fan mache ich mal Elsa 5. Jawohl! Auf Into the Unknown. Welcher dieser Charaktere war nur in einer Star Trek-Serie zu sehen? A. Deanna Troi, B. Julian Bashir oder C. Quark? Wer war der Letzte? Quark. Quark. Nochmal, Bashir, Troi und... Bashir? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hey, Michael spielt mit, yeah! Jetzt müssen wir sagen... Das kann nicht sein! Ist das schon mit Picard oder nicht? Das habe ich die ganze Zeit getröstet. Das stimmt nicht. Jetzt müssen wir drüber reden. Wo kam Quark vor? Ich glaube, in einem Piloten von Voyager. Von Voyager, genau. Und wo und kam der bei... Siebte Staffel Next Generation. Bitte? Und siebte Staffel Next Generation. Ja. Okay. Yeah, aber es ging ja darum, wenn nur in einer Serie... Ja, aber wo sind die anderen noch vorgekommen? Ja, Troy in Enterprise. Da. Und in Enterprise auch, stimmt, in der letzten Folge. Ja. War ja alles nur im Holodeck, also von daher. Oh, das ist ein Nerd-Talk. Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Ich sag dir, Picard ist am Ende einfach nur ein Traum. So, war ja gar nicht so schlecht für mich, manchmal Elsa 4. Ja. Elsa 4. Wer war niemals Admiral bei Star Trek? Benjamin Sisko, James T. Kirk oder Jonathan Archer? Michael. Sisko müsste das. Nee, ich blink doch. Nee. Aber Michael ist tatsächlich. Nein, wenn ich. Ja, das ist sehr sekundengenau das Ding hier. Wenn das blinkt, war ich zuerst. Ja. Und ich hätte jetzt aber auch Sisko gesagt, wobei die letzte. Ich sage aber bei Sisko. Ist er verschwunden am Ende. Aber wann war denn Archer mal Admiral? Hier, Star Trek Podcast, wann war Archer denn mal Admiral? Den JJ-Track wird er auch mal genannt. Ja. Ah, okay, ja. Ja, gut. JJ-Track. Ja, genau, Admiral Archer Spiegel. Ne? Ja, okay, also Admiral Archer Spiegel, stimmt, genau. Ja, ja. Alright. Michael, du holst nicht so ganz auf, aber... Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ne? Dann nehme ich mal Jasmine 4. Jasmine. Oh, was mach ich falsch hier mit diesen Dingern da? Ja?
In den 90ern plante Tim Burton eine Superman-Verfilmung. Wer hätte die Hauptrolle bekommen? Nicolas Cage. Ja. That's true! Könnt ihr euch das vorstellen? Nicolas Cage als Superman? Ich nicht. Es gibt eine ganze Doku dazu, eine ganze Fan-Doku, die da darüber berichtet, wie er ausgesehen hätte, wie das Kostüm gewesen wäre. Und den letzten Film, den ich mit Nicolas Cage gesehen habe, kennt ihr den Film Mom and Dad? Ja. Nein. Alter. Der macht aber mittlerweile sehr, sehr abgedrehte Filme. Ja, das ist der abgedrehteste Film, den ich in letzter Zeit noch gesehen habe. Noch schlimmer als Diplom. Wie ist er mit den Bienen? Nicht die Bienen, nicht die Bienen. Oh Gott, der Honeyman, keine Ahnung. Wickerman. Okay. Du bist dran. Wickerman. Wickerman, genau. So, ich finde ja das Schöne, unsere Gäste bei den Nerdquiz, die nehmen immer die einfachen Fragen. Ja. Deshalb mache ich direkt mal Megara 5. Achso. Megara 5. In welchem Nintendo-Spiel taucht das erste Mal Birdo auf? Wer ist Birdo? Vielleicht Banjo Kazooie? Also in irgendeinem Yoshi-Spiel, aber in welchem weiß ich nicht. Ja, wer kann lösen? Jawohl! Ach, der. Hier war die Antwort mit einmal laut. Mario Brothers 2. Mario Brothers 2. Ja. Mario Brothers 2 Paw war Patrol. Eigentlich, wie wir es kennen. Paw Patrol. Oh, Paw Patrol. Paw Patrol. Bester Abend ever. Mario Brothers 2, wie wir es hier in westlichen Gefilden kennen, ist eigentlich gar nicht Mario Brothers 2, sondern es gibt eine japanische Version, die später als Lost Worlds hier rauskommt. Oh, oh mein Gott. Wieder was gelernt. Drei Streitpunkte dafür. Okay, dann mach. Nee, ich hab ja beide nicht, also bist du dran. Also, ich hab. Dann komm, mach mal Bell 4. Bell 4. An welchem Tag wurde die allererste Star Trek-Episode in den USA ausgestrahlt? Donnerstag. Die Sonne ist schon. Also an welchem Tag? Nee. Hier, unsere ganzen Trackcasts hier vorne. So, jetzt könnt ihr mal gucken, ob ihr eure Hörer verdient habt. Donnerstag. Ja? Es war an einem Tag im September. Das September hätte ich auch gesagt, aber 11. September. 10. September 69. Ja. Nah dran, aber nah. 5. September 69. Rücken! 5. September 69. 8. September 66. Ich weiß, das Datum war richtig. Verdammt. Merkst du euch? Also, dann darf ich wieder, ne? Ja. Jawohl. Bell 5. Bell 5. Welche Oscar-nominierte Schauspielerin spielte Captain Janeway für 2 Tage, bis sie ersetzt wurde? Robert De Niro. Robert De Niro. Ich komme nicht. Kannst du buzzern? Keine Ahnung. Wer weiß es? Genevieve Bougeot. Yes! Oh Gott, nee. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Oscar nominiert drauf. Sind Leute drauf. Leute Nase. Okay. Was ist das? Ey, ich führe ja noch. Ich bin mir ja ganz entspannt hier. Ganz entspannt. Okay. Du darfst aussuchen. Ja, mach ich mal. Dann kommt dann nämlich mal Jasmin 5. Bleiben wir mal dabei. Ich höre jetzt hier nicht mehr. Jasmin sein. Welcher Popmusiker spielte 78 neben Diana Ross in The Wiz, dem Remake von Der Zauberer von Oz? Das ist doch keine Frage. Come on, Popmusik, fast in den 80ern. Völlig geraten, das wird nicht stimmen, ich sag David Bowie, aber. Stimmt nicht. Nope. Aber nur um es dir einfach zu machen. Ich weiß es auch nicht, ich sag einfach Michael Jackson. Ja.
Entschuldigung bitte mal, wie kommst du auf fast in den 80ern auf Michael Jackson? Da war dann noch so Luther Butschi und noch echt farbig. Ja, ich muss an diesen Disney Theme Park Ride denken, deshalb habe ich an Michael Jackson gedacht. Okay. Guck mal, Michael hat aufgehört. Applaus für Michael! Ich merke schon, du hast den Leuten Geld bezahlt, dass die hierher kommen. Ja, auch für dich, wenn du gut bist. Ja, die kleinen Punkte können später machen wir mal mit Mulan 4. Oh. Ihr wollt es aber wissen. In welchem Quadranten liegt Romulus? Alpha-Quadranten. Dann sag ich mal Beta-Quadrat. Gut, dass du hergedrückt hast. Ich konnte vorher nicht so einschätzen, wie schwer diese Frage ist. Also ich hätte so das für mich so ich dachte, ist, dass es echt so eine ja. Ist die neutrale Zone denn noch im Alpha-Quadranten? Keine Ahnung. Wie viele Quadranten gibt es denn? Vier. Ja, wie Quadranten. Okay. Von Wort abgeleitet, ja. Megara 4. Solche Fragen stellen nicht. Welche Melodie ertönt im Spiel Winter Games in der Disziplin Eiskunstlauf? Scheiße. Ja, komm, ich. Sonic? Was? Sonic? Ich wollte einfach mal drücken. Also ich sag, ich hab das zu Tode gezockt auf dem Atari, ich weiß aber nicht mehr, ich sag jetzt mal. An der schönen blauen Donau. Ja, was ist Schneewalzer? Der Blumenwalzer. Ah, ich wusste, dass es ein Walzer war. Ich wusste, es war ein Walzer. Und wer kann singen? Ja? Ja, komm. Ja? Meine Ära hat ja beim NES angefangen, deshalb passt das irgendwie schon. Winter Games war eins meiner ersten Spiele auf dem Atari. Da hat meine Mutter noch geglaubt, ich mache Hausaufgaben mit dem Ding. Computer. Wofür? Hausaufgaben. Vokabel lernen. Konsolen waren der Grund, warum ich endlich einen Fernseher auf meinem Zimmer haben durfte. Gut, bin ich noch dran? Ich bin, glaube ich, ja? Dran, ne? Dann mache ich, wir müssen ja aufholen, Elsa 3. Elsa 3. Welchen Charakter hat Brienne von Tarth in Game of Thrones nie getroffen? A. Robb Stark. B. The High Sparrow. C. Varys. Den High Sparrow. Nee, müsste Robb Stark sein, oder? Okay. Ach! Ja, ich brauche nicht Applaus. Der, der den Kommentar geschrieben hat, der sitzt auch hier. So. Wie steht es denn? 15 zu 18. Oh, den muss ich aufholen. Ja gut, dann muss ich ja bei großen Punkten bleiben, dann nehmen wir Bell 3. Sonst wird er der nichts hier. Wie viele Crossover-Episoden von Sie reden und Nerdizismus gibt es? Oh. Drei. Okay, dann habe ich, geil, gut, danke, dann habe ich jetzt nämlich Zeit. Also wir haben mit denen gemacht, ich war mit denen im Museum. Wir haben über 2001 gequatscht, wir haben beschissene Filme gemacht. Wir haben, ich sage fünf. Ha! Die übrigens alle ziemlich klassisch. Ich empfehle an der Stelle, die ist nicht bei uns im Feed, sondern bei Sie reden im Feed, die über 2001, da sitzen wir in der Hotelbar und werden live betrunken, werden wir über 2001 gelesen. Ganz, ganz grandiose Folge. Oh, Ausgleich. Oh. Du bist dran, ne? Ja. Mach ich bei der 3. Die Jasmin 3. Ja. Wofür
wofür steht das JRR for Tolkien? Ich habe es einfach mal gedrückt und habe keine Ahnung. Taktik. James Ronald. Keine Ahnung. James Ronald Rager. Also das Doofe an der Sache ist, ich habe das ist falsch, was du gesagt hast. Das Problem ist, ich habe das voll im Ohr, weil ich immer so ein Hörbuch über Herr der Ringe hatte. Ich lese ja nicht Hörbücher. Und das Dumme ist, der blöde Sprecher sagt, John Ronald R. Talking. So, keine Ahnung, für was das scheiß zweite R steht. Roald. Roald? Ich hab keine Ahnung, für mich das. Wer weiß es? Irgendwie Royal oder so. Royal. Royal? Royal? Royal Tolkien. Stimmt das? Ja. Ja, okay. Aber reicht doch mit Roald gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich glaube, Ronald ist falsch. John Ronald R. Tolkien. Nee, ich glaube, da ist Roald, nicht Ronald. Ja, ist es so, dass man mit einer googelt? So oder so, wir haben es nicht gewusst, also von daher. Ich weiß nicht mehr, von wem die das, Frage das ist die Kacke, wenn du mit Nerds Nerdquiz spielst, da hockt die immer im Publikum. Mach das mal bei Wer wird Millionär, da quatscht keiner dazwischen. John Ronald. John Ronald Royal Talker. John Ronald. Okay. Danke, Lea. Sorry. Okay, steht immer noch gleich, ne? Ja. Jawohl. Oh, jetzt wird es aber langsam spannend. Dann darf ich auch suchen. Dann mach du mal, ja. Elsa 2. Elsa hat mir Glück gebracht, also von daher. Welcher dieser Charaktere wurde nie als Klingone gezeigt? Catherine Janeway, Odo oder Jonathan Archer? Ich sage jetzt mal, Janeway war nie Klingone. Nicht mehr. Falsch. Ja, gut für okay, mich. Okay, falsch. Jetzt, die Klingonen waren bei Enterprise jetzt nicht immer so präsent am Anfang. Also würde ich vielleicht fast schon sagen, Archer. Steht's? 20 waren zwei Punkte, ne? Ja, auch wieder mein Glück, dass du vor mir gebassert hast. Also Odo wusste ich, da gibt es eine Folge drüber und, ja. Und Janeway habe ich überhaupt nicht im Kopf. War das für eine Folge? In 7 Staffeln? Keine Ahnung. Voyager habe ich am wenigsten im Kopf. Okay. Na gut. Okay. So. Das ist ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen bei euch. Jasmine 2. Ach, bin ich der Einzige, der das sagt. Okay. Wie hieß neben Gene Roddenberry der zweite Gene mit Nachnamen, der die Urserie zu dem machte, was sie wollte? Gene Simmons ist nicht schlecht, aber der war ja nicht. Moment, den muss ich mal nehmen. Also wie hieß neben Gene Roddenberry der zweite Gene mit Nachnamen, der die Urserie zu dem... Also Star Trek, macht, das passt einfach nicht mehr da drauf. Also weiteren Gene kenne ich nur Gene Hackman. Gene Simmons wäre jetzt auch meine erste Wahl gewesen. Aber bevor er tanzte, hat Gene Simmons aus Star Trek, keine Ahnung. Hier, trink am Lieser, das ist doch Gruß auf eure Frage. Kuhn. Gene Kuhn. Hackman wäre natürlich geil, ne? Star Trek French Connection. Sehr geil. Die haben mir die Frage geschickt. Wir haben leider keinen. Heute keine Rose für. Ja, dann such doch mal. Dann machen, komm mal, Mulan 2. Mulan 2, komm, Mulan 2. Mit welcher Spezies befand sich die Erde oder die Föderation offiziell niemals im Krieg? Will ich antworten? Vulkan? Ja, aber das heißt, sie waren im Krieg und waren aber nie offiziell im Krieg. Klingon? Ja, waren die da nie offiziell? Ach so, dann waren es schon Romulaner, keine Ahnung.
Borg. Andoriana wäre die Andoriana. Okay. Wer ist gut, okay, dann Michael, mach du. Ja, Bell 2. Bell 2. Ja, das hätten wir auch. Bis wann ist Batmans Kreditkarte in Batman überhaupt gültig? Immer. Für ewig. Also always. Forever, ja, genau. Kann ich überhaupt noch gewinnen? Ja, wenn du dich anstrengst. Jetzt muss ich mal einen Streak hinlegen, ne? Ja. Darf ich mich zurücklegen? Ja. Nein. Nein, nein. Das machen wir jetzt nicht. Ja, dann mach ich mal. Megara 2. Ah, danke für die Chance. Keine Gewalt da hinten, ne? Welcher Charakter hat in allen 7 Police Academy Filmen mitgespielt? Scheiße, wie heißt der Charakter? Ich sag jetzt mal, es war der Michael Winslow, aber wie heißt der blöde Charakter? Fuck. Der Geräuschemacher. Ich weiß nicht, wie er heißt. Michael Winslow ist der Schauspieler, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Also, ist das richtig? Ich glaube nämlich nicht. Also ich hätte jetzt Hightower gesagt. Hightower, nee. Sicher? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt Mike Winslow. Ich glaube, das ist falsch. Wer weiß das? Eugene Takeaway. Okay, krass. Ich dachte ja schon. Ah ja, gut, die Filme sind ja schon ewig. Ist der die letzte, der ist gestorben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich dachte Mike Winslow, so der einzige Job, den er jemals hatte. Ja. Also steht immer noch Thomas Gottschalk. 18 zu 22. Jetzt habt ihr noch 5 Fragen. Wow! Alles richtig, okay, also dann ja, mach du Mulan 1. Ist egal. Wer erschoss Hank Schrader? Ah, oh, scheiße! Hier der Nazi da. Scheiße, der. 5, 4. Also, Walter war es nicht, was? Walter? 3, nee. 1. Walter noch nicht. Nee, der ist der Nazi, aber ich weiß nicht mehr, wie der Nazi heißt. Ja, das ist mein Problem. Genau, der Nazi, aber ich weiß auch nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Okay, die Antwort ist. Jack Welker. Uncle Jack habe ich vielleicht auch im Kopf. Ich hätte es auch nicht gewusst. Und das ist Frage, nur eine 1-Schwierigkeit gewesen? Hallo, das ist wie bei uns, wir mischen die auch völlig wild. Ich habe keinen Plan von den Fragen, wie soll ich das nach Schwierigkeit ordnen für euch? Die Star Trek-Fragen. Okay, Bell 1. Ich muss alle 4 gewinnen, dann ist Gleichstand. Ne? Ja. Oh. Der Matchball hier für dich. Warum ist der Planet Melnack angeblich explodiert? Du weißt, ich höre dauernd alle, du müsstest es wissen. Fuck. Ja, deswegen liegt es mir auf der Zunge. Ich habe was richtig Dämliches gemacht. Scheiße. Es gibt da mehrere Theorien, aber eine wird von Alf ausgesprochen. Also. Ich habe Alf leider nicht wie ihr geguckt, also von daher. Die Eiserfrage. Verdammte Hacke, ey. Das liegt mir auf der Zunge. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht weiß, habe ich verloren. Ich komme nicht drauf. Nein, ja. Haben nicht alle. Nein, die haben irgendwas ausgebeutet, aber es war es nicht. Die haben irgendwo ein dummes Zeug gemacht. Sie hatten alle ihre Haartrockner an. Stimmt. Gleichzeitig. Ich habe ein dummes Zeug gemacht. Mann! Ey. Verdammt. Ich bin echt überrascht. Wieso? Das ist knapp, wa? Ja. So viel hast du mir zugetraut. Nein. Ich hab die. Nein. Und wie ist es so auf der anderen Seite? Ja, ich überlege gerade, wie ich mich jetzt gefühlt. Fang du mal an. Ich überlege noch. Wie fühlst du dich so als Gewinner vom Nerd? Genau. Also jetzt müssen wir überlegen, gegen wen wir ihn dann antreten lassen beim nächsten Mal. Ja, gegen uns! Ja, gerne.
Wenn noch ein paar mehr Harry Potter Fragen dazwischen sind, dann das geht ja. Also ich glaube, die Mädels wissen da noch mehr als du. Behaupte ich jetzt. Ja, aber wissen sie schneller als ich. Ja. Okay, vielleicht. Wir haben jetzt schon zweimal gewinnen sehen. Das stimmt. Aber wer hat die Fragen ausgesucht? Also das würde ich dann erledigen. Für ja, den Fall. Klar. Nein, ist gut. Nein, ist interessant. Ich hätte mir jetzt auch mehr Varianz gewünscht, aber gut. Gut, wir haben jetzt halt, also ich habe halt die Star Trek Podcast gefragt, Fragen einzureichen. Hättet ihr nicht ein bisschen andere Star Trek Fragen gemacht? Ich glaube, der Sascha von Sirenen hat sich, glaube ich, auch dran gehalten. Aber es ist alles gut. Ja, das ist gut. Ja. Ich war jetzt überrascht, dass Catherine Janeway Mark Klingone war. Also von daher, man lernt halt immer noch was Neues. Ja. Ich bin froh, dass wir keine Pantomime haben. Wobei das immer meine Lieblingsdisziplin ist. Ja. Ich erinnere mich noch mit Freuden dran. Wo sitzt er denn, Sebastian? Du hast McCoy gemacht. Dann hast du irgendwie so die Arme raus. Man muss halt tun, was man tun muss. War sehr schön. Also wir haben ja noch andere schöne Kategorien da. Die Sounds und die Videos, die waren ja auch immer spannend. Ja. Aber ihr könnt sicher sein, dass die nächsten Nerdquiz, weil wir jetzt schon zweimal den Fall hatten, dass wir wirklich Obernerds da hatten, die einfach das andere Team einfach platt gemacht haben. Unglaublich. Also wirklich so, Publikum hat schon gar nicht mehr geklatscht für die. deswegen haben wir uns entschieden, dass wir bei den nächsten Nerdquiz so den Wissensfaktor ein bisschen reduzieren und den Spaß und Spökes und Kindergarten und Kindergeburtstag ein bisschen hochfahren. Richtig so. Wir haben ein paar tolle Gimmicks dafür. Und wir werden Nerdstellen nach Fragen fragen. Genau. Ja. Gut, jetzt waren wir sehr Star Trek-lastig und deswegen kommen jetzt mal Star Trek Podcast hier on stage. Ja. Und zwar hätte ich gerne Trek am Dienstag, Data sein Hals und das Discovery Panel. Ist schön kuschelig geworden. Moment. Also, das müssen wir hier rein. Ich find's gut. Was ist da denn los? Du hast jetzt gewonnen, dass du nicht ewig damit gemacht? Aufziehen darfst. Ey, Karamba. Jungs, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Bisschen eng. So Jungs, habt ihr Spaß gehabt bisher? Ja, es war ein sehr schönes Gefühl, euch mal im Nerdquiz zu sehen, nachdem wir zweimal Blut und Wasser geschwitzt haben. Ihr habt ja auch einmal gewonnen. Ja, ich wundere mich immer noch. Also vielleicht stellt ihr euch mal kurz der Reihe nach vor. Fangen wir bei euch an. Welcher Podcast seid ihr? Wer seid ihr? Wo kann man euch hören? Hi, wir sind Data sein Hals. Das ist du, ich bin Markus. Wir vertreten auch noch Felo. Wir haben leider unsere tollen Sockenpuppen nicht dabei. Hören kann man uns, welch Wunder, im Internet. Wir sind über Spotify verfügbar, sind wir auch über iTunes Podcast oder Apple Podcast heißt der jetzt aktuell. Windows und iTunes. Oh ja. Ja, was gibt's sonst noch groß zu erzählen? Weiß ich nicht, ihr heißt jetzt PK sein Hals. Nee, nicht ganz, aber... Das ist mit uns selbst fremdgehen. Mit euch selbst fremdgehen? Ja. Warum? Jetzt für Picard reden wir halt auch über Picard im Laufe der Serie und dann Gut, vielleicht ist das ja auch eure Meinung und dann ist alles gesagt zu Picard. Gib doch mal das Mikro einmal weiter, wen haben wir denn hier? Ja, hallo, wir sind Trek am Dienstag, wir reden nicht über PK, wobei das gelogen ist. 2074 oder so. Ja, das stimmt, da reden wir ausführlich über PK. Wir haben eine Sonderfolge gemacht zu PK. Ja, wir sind so ein bisschen der Retro-Podcast tatsächlich, der Rewatch-Podcast. Wir gucken in die Vergangenheit und wir schauen uns jede einzelne Star Trek-Folge an, die jemals erschienen ist, in Ausstrahlungsreihenfolge tatsächlich und sprechen dann meistens länger über die Folge, als die Folge dauert. Manchmal auch deutlich länger, als die Folge dauert. Genau. Und wir haben jetzt die Original Series haben wir hinter uns. Wir haben sogar die Animated Series gemacht, haben da auch ordentlich Zuhörer verloren.
Die kommen wieder. Die kamen auch wieder bei den Next Generation. Ja, jetzt sind wir gerade bei der Next Generation in der zweiten Staffel. So. Ja, also geht es langsam aufs Ende der zweiten Staffel jetzt zu, von der Next Generation. Genau. Und weil wir in Ausstrahlungsreihenfolge vorgehen, mischen sich da auch andere Sachen drunter. Das heißt, diesen Februar noch reden wir auch über den fünften Star Trek Kinofilm und fragen uns, wozu braucht Bill Shatner einen Regiestuhl? Ja, das andere Ende des Meinungsspektrums, wenn es um Discovery geht, ja, sitzt hier. Wir haben schon viele schöne Diskussionen geführt. Oh ja, aber das Schöne ist ja, wir verstehen uns sowas von blendend. Ja. Trotzdem, kann man sagen. Trotzdem, weil wir auch das Thema irgendwie betunlichst außen vor lassen und es jeder einfach in seinem Podcast bequatscht. Also stellt euch kurz vor. Manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, wir sind das auch das andere Ende des Kompetenzspektrums. Ich habe mich noch nicht getraut, auf diese Nerd-Skala irgendwas einzutragen. Ich habe auch Fragen eingereicht übrigens und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass sie kommen, um irgendwie aufzufliegen, dass die Fragen schon falsch gestellt worden sind. Ja, wir sind Discovery Panel. Wir machen einen Podcast zu Discovery seit 2017 und haben uns jetzt mit unserer ersten Auskopplung in neue Gefilde begeben. Und besprechen Star Trek Picard jede Woche. Ja, das Problem war, als wir angefangen haben, da war noch nicht abzusehen, dass das so explodieren wird mit Star Trek. Aber da wir natürlich Picard nicht an uns vorbeiziehen lassen konnten, machen wir natürlich weiter. Heißt immer noch Discovery Panel, was zu Irritationen führen mag. Vielleicht auch nicht. Aber freuen uns jetzt sehr darüber, dass wir diese ersten drei Folgen jetzt besprechen konnten von Star Trek Picard. Und sind vielleicht so ein bisschen der Nerd-Podcast, der nicht ganz so nerdig ist. Das kommt hier nicht gut an. Also, was mich bei euch immer fasziniert ist, also zum Beispiel die Short Tracks, ja? diese kleinen Kurzfilmchen zwischen den Discovery-Staffeln. Die handeln der Michael und ich 5 Folgen, 6 Folgen in einer Stunde ab und da quatscht ihr pro Folge 2,5 Stunden über einen 5-Minuten-Kurzfilm. Den Rechtsstreit gewinne ich, das ist nämlich bösartig. Das stimmt gar nicht. Short Track haben wir maximal eine Stunde. 2 Stunden. Es gibt halt viel zu entdecken, die schneiden da so ganz, ganz tief irgendwie. Also wir reden einfach gern. Wir reden das gerne. Ist, glaube ich, unser Problem. Aber hört doch mal rein. Ja. Das wird toll. Es ist auch so entstanden, dass wir eigentlich gemerkt haben, dass wir, wenn wir uns treffen, immer über Star Trek reden und uns dann überlegt haben, naja, dann können wir das halt irgendwie auch von Mikros machen und haben vielleicht ein bisschen mehr Freunde, Freude am Leben und Menschen, die uns mögen, weil wir dann dieses ganze Star Trek-Gelaber quasi ausgesortet haben und dann nur noch in diesem Podcast über Star Trek reden. Aber ich mache das mit großer Freude und vor allen Dingen jetzt auch mit großer Freude über diese neue Serie. Aber da reden wir gleich noch drüber. Ja, kann mir vorstellen, weil du das Meinungsspektrum schon angesprochen hast. Ja, das war sowas wie ein Teaser. Ja, so ein bisschen. Die Reihe wieder zurück, Trek am Dienstag. Was hat euch bewogen? Auch, also ich höre so ein bisschen so ein Narrativ raus aus allen Podcasts, mehr oder weniger das, was man sowieso schon quatscht, halt einfach mal aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Ja, der Simon und ich, wir haben eigentlich viel zu wenig gequatscht, viele Jahre. Also wir kennen uns seit so ungefähr 8000 Jahren und die letzten 3000 davon vor. Einer hat sich gut gehalten von euch. Ja. Wir haben dann eine ganze Zeit lang immer gesagt, man müsste mal miteinander sprechen. Also mehr als nur alle 2 Jahre mal miteinander telefonieren. Und dann haben wir gesagt, und Simon hat gesagt, wir müssen mal einen Podcast machen. Und dann haben wir gesagt, habe ich das gesagt? Tatsächlich, ja. Ja, so muss ja sonst. Wir haben uns halt echt aus den Augen verloren, was ein Jammer war, weil ich den Typen ja einfach unheimlich gerne habe. Und wir haben ja diesen Ruf des Kuschel-Podcasts. Und das Lustige ist ja, wir haben uns ja über Star Trek kennengelernt. Also Sebastian war in der Parallelklasse und irgendwann lief Zeit, wo dann die Next Generation, das hat ein schon, ja, ne? Die lief auch seit ein. Hey, ZDF noch. Aber ZDF. Ja. Millionen Jahre her. Das war mir lustig, ich habe mich da immer mit meinem Vater gestritten, weil ich lief immer parallel zur Sportschau. Ne? Ich erinnere mich, das war immer nicht so gut. Ne? Das hat für sehr viel Zwist gesorgt damals. Naja, und wir haben uns dann irgendwie darüber, da lief irgendeine Folge, ich weiß leider nicht mehr, welche Folge das war, aber wir haben uns dann darüber unterhalten und so haben wir uns da kennengelernt und schätzen gelernt.
Und diese viel zu lange Exkursion, um die jetzt mal zum Ende zu bringen, wir haben gedacht, das ist doch passend, dass wir jetzt auch wieder Star Trek nehmen, um wieder näher zueinander zu finden. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Ja. Und euer Data? Oh, das ging ganz... Ja, wir sind ja eigentlich ursprünglich aus einem Mesh-Podcast entstanden. Ich fange mal von vorne an. Felo und ich, wir haben uns da aus einem ganz, ganz anderen Kontext kennengelernt. Wir haben uns auf Illustratoren-Stammtisch, mein Gott, ich mache das nicht, kann das Wort immer noch nicht aussprechen, Illustratoren-Stammtisch kennengelernt, wo Felo noch hingeht, ich nicht mehr. Und ich weiß nicht mehr, wie der Übergang war, aber plötzlich war ich mit Felo im Mesh-Podcast, der Sumpf. Und dann sagt er eines Tages, ja, wir müssen aber auch Science-Fiction machen. Also haben das wir ist sehr naheliegend, wenn man ja, Mesh-Podcast genau, macht. Ja, ja. Und dann haben wir unseren einzigen Fan vom Mesh-Podcast, also unseren kompletten Fanclub gefragt, ob er mich auch mitmachen möchte. Der hat ja gesagt. Da saßen wir da zu dritt und jetzt inzwischen, ich weiß gar nicht, wir wachsen. Ich glaube, wir haben inzwischen mehr Leute auf dieser Seite des Mikrofons als auf der anderen Seite, aber wir fühlen uns wohl. Ja, Picard haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt und ich habe es in der Vorbereitung echt nicht mehr geschafft, die dritte Folge noch zu gucken. Wir können also nur über die ersten zwei Folgen reden. Du auch nicht, okay? Ich auch nicht. Okay, alles klar, wunderbar. Ja. Das heißt, okay, also dann bleiben wir jetzt einfach mal bei unseren Ersteindrücken. Andreas, wir haben sogar eine Sonderfolge, also wir haben mit Recknerds eine Sonderfolge gemacht, bei der du zu Gast warst. Als das Announcement rauskam, noch nicht die Trailer-Geschichte, das haben wir dann später gemacht. Und ich glaube, jeder von euch hat auch ja im Grunde genommen im Vorab dazu berichtet. Wir haben vorhin schon eigentlich fast schon dieses Panel hier ein bisschen vorweggenommen, als wir draußen standen. Es wird nicht besser, was die Diskussionsfreudigkeit rund um das neue Star Trek angeht. Lass es mich so formulieren. Finde ich nicht. Also ich finde, dass... Ich sage, wir sind das andere Ende des Meinungsspektrums. Die Diskussionsfreudigkeit, ich finde, ist abgeebbt so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass Star Trek PK unglaublich gut besprochen wird, im Gegensatz zu Discovery vor allen Dingen. PK setzt an Gefühlen an, die allein mit der Figur Patrick Stewart verbunden sind. Und deswegen ist es halt irgendwie... Also ich habe das Gefühl, der Nostalgiefaktor reicht schon, damit viele Fans es lieben. Und deswegen finde ich dieses Toxic Fan-Tum, was man irgendwie bei allen Serien erkennt, bei allen großen Franchises erkennt, hält sich bei Picard noch sehr, sehr stark zurück. Noch. Die Frage ist, was sie mit dieser Figur machen und wie viel Hass dann ausgelöst werden kann, wenn diese Gefühle eben umschwappen. Ins Gegenteil. Ich finde halt inzwischen ganz ehrlich, die Definition von Hate und Hass ist ja teilweise sehr, also schon sehr niedrigschwellig. Also du schreibst halt irgendwas, ja, und sagst, ich finde jetzt nicht gut, und dann kommt als Kommentar immer der ganze Hate. Und ich so, Moment mal, sorry, das ist einfach jetzt hier scheiß Kameraführung, Kackschnitt oder sonst irgendwas. Das ist wirklich was geht mir echt auf den Keks. Also ich diskutiere gern, wir diskutieren hart und alles immer gut, aber dass da teilweise gleich alles als Hate ist, weißt du, es gibt auch von Star Wars, gibt's auch Orange mit Star Wars drauf. Das finde ich kacke, ja. Trotzdem bin ich seit 30 Jahren Star Wars Fan, ja. Ich muss nicht jeden Kack kaufen, nur weil Star Wars oder Star Trek oder sonst irgendwas draufsteht. Also dieses Hate ist inzwischen sehr inflationär. Was schade ist, weil es natürlich wirklich das, was du sagst, es gibt natürlich auch wirklich es gibt YouTube-Kanäle, ich weiß nicht, ob ihr die kennt hier, der Nerdrotic und so weiter. Ganz ehrlich, den Typen kannst du es ja gar nicht recht machen. Also die sind ja, das ist für mich dann fast schon, ja, also systematisches Gehate in dem Sinne, als dass es eigentlich wurscht ist, was die machen. Sie würden es grundsätzlich scheiße finden, weil sie die Macher kacke finden. Es kommt ja auch immer darauf an, was du machst. Und wenn du keine Substanz hast in der Kritik, und das passiert leider immer mal wieder, dann finde ich es halt irgendwie sinnlos. Also wenn man in eine gute Diskussion reingeht und die da von mir aus, wie du es gerade sagst, auch hart geführt werden und du Argumente hast und Gegenargumente, dann kann man ja drüber sprechen. Aber es gibt halt dieses Toxic Fandom, was halt gerade bei Discovery Sachen
runtergeschrieben hat, die noch gar nicht gedreht waren oder die noch gar nicht gezeigt waren, die halt irgendwie einer Serie erst gar keine Chance geben. Und das gibt es halt in vielen Franchises und das finde ich total schade, weil man sich es auch einfach erstmal angucken kann. Oder ne, wenn man die ersten drei Folgen gesehen hat, was jetzt bei Picard vielleicht auch passieren wird, wenn man die ersten drei Folgen gesehen hat, einfach schon mal sagt, das kann ja nur kacke enden, obwohl man noch gar nicht weiß, was die Macher mit der Serie vorhaben. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Auf der Basis von dem, was man gesehen hat, sachlich zu diskutieren, bin ich ein großer Freund. Ich fände es auch tendenziell generell bei allen Diskussionen, die jetzt so heutzutage geführt werden, muss jetzt nicht unbedingt Star Trek sein, fände ich es gut, wenn man einfach mal irgendwo in der Mitte anfängt und sagt, okay, ich atme jetzt mal ganz ruhig durch die Hose und schaue mir das erstmal an und ich will jetzt noch nicht sofort sagen, ich liebe es über alles oder bah, was für ein Quatsch, sondern einfach sich erstmal so die Kompassnadel so ein bisschen ruhig schwingen zu lassen und dann mal langsam zu gucken. Genau. Das würde ich mir viel mehr wünschen. Vielleicht ist auch ein bisschen einfach die Kunst verloren gegangen, sich von so einer Serie überraschen zu lassen. Also es wird im Vorfeld schon so viel online gemutmaßt, es wird Theorien aufgestellt, die Leute sind im Prinzip meistens ja schon, gehen ja schon, wie du es gesagt hast, mit einer gewissen Grundmeinung an so eine Serie ran und möchten das eigentlich nur bestätigt sehen. Ist ja auch eine gewisse Diskussionsmentalität aktuell, die insgesamt online ein bisschen um sich greift. Also. Aber ich glaube auch, es liegt so ein bisschen daran, es ist ja so allgemein im Netz, dass der Hate lauter ist als die Liebe. Und ich würde mir wünschen, und das passiert bei Picard jetzt gerade so ein ganz klein bisschen mehr, dass die Liebe wieder mehr zu hören ist. Oder von mir aus auch die Neutralität. Ne? Der Hass ist halt lauter, aber der Hass sind wenige. Und wir sind die, die mehr sind, habe ich immer so ein bisschen. Jawohl. Habt ihr denn, Trekkantisari, habt ihr euch die alten TOS-Folgen sehr oft vorgenommen und auch recherchiert? Und ich finde das immer ganz toll, wenn ihr in die Folge einsteigt, erstmal sagt, wer hat die geschrieben und was hat er sonst noch so gemacht und so weiter und so weiter. In den Recherchen, und ihr habt ja auch ein bisschen Hintergrundmaterial gelesen, wann würdet ihr vielleicht sagen, ist es so ein bisschen gekippt, wo wir Star Trek-Fans uns drüber gestritten haben, ob jetzt Laser oder Phaser besser sind, ja? Oder ob man halt jetzt mit Impulsgeschwindigkeit... Haben wir uns drüber gestritten jemals? So jetzt das erste Mal Laser oder Phaser? Naja, wir jetzt nicht konkret, aber... Also auch die Fandom, das war ein Thema, Laser oder Phaser? Ja sicher, zwischen Star Wars und Star Trek Fans ist das ja... Also die Grundannahme, warum Star Trek Fans sich Star Wars Fans überlegen sind, ist das Zitat von Riker, der irgendwie sagt, Laser, damit können Sie ja nicht mal unsere Navigationsschilde, das war Picard übrigens, bevor wieder hier irgendeiner was sagt, ja, nicht mal unsere Navigationsschilde durchdringen. Und auf dieser Grundlage wurde dann Star Wars jahrelang gedisst. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, wann haben wir es irgendwie verloren oder habt ihr das vielleicht irgendwie in euren Recherchen mitgekriegt, weil ihr vielleicht auch ein bisschen Background gehabt habt, wann man aufgehört hat, über das Inhaltliche und über... Wisst ihr, worauf hinaus zu diskutieren, anstatt einfach über die Machart und über Lance Flares und über Kiva Goldsmith und keine Ahnung was? Die muss ich noch mal. Das ist mal eine Frage. Das weiß ich, ja. Das sei mal vorweggeschickt. Mit einer kurzen Antwort. Also, das, ja. Ich kann dir auch sagen, das Triviale kommt noch. Okay. Ich glaube einfach, dass die Art des Ich vermute. Das ist jetzt eine schwierige Frage, deswegen habe ich das Gefühl, ich tappe auch ein bisschen im Dunkeln. Aber ich vermute, dass mit dem Aufkommen der sozialen Medien generell die Diskussion einfach eine andere Form angenommen hat. Und ich glaube, wir sind auch heute 2020 einfach auch mit der Suche nach der richtigen Diskussionsform in den sozialen Medien noch nicht fertig. Und ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich mit den sozialen Medien eine Diskussion lauter geworden ist, die es immer schon gab. Der Stammtisch ist nicht mit den sozialen Medien erfunden worden. Er ist nur lauter geworden, ja. Er ist öffentlich geworden. Das ist vielleicht ein Problem. Vielleicht muss man es aber einfach nur realistisch einschätzen, dass es diese Diskussionen eigentlich immer gab, sie jetzt nur in der Öffentlichkeit stattfinden. Ja. Und schneller. Ja. Also ich glaube auch diese mythische Zeit von damals, wo die Diskussion tiefer, besser war, die gab es, gibt es nicht. Also tatsächlich, ich glaube, die Form hat sich verändert. Es ist tatsächlich so ein bisschen
Ja, es wird härter Tennis gespielt. Aber so richtig, ich kann mich nicht erinnern, dass das, wobei ich habe ja auch nicht das tiefste Alter, aber wirklich geiler waren die Diskussionen früher nicht, zumindest nicht in meinem Umkreis. Die waren, wir kannten uns persönlich, von daher war die Form anders und so, aber geiler nicht. Die Dummen sind heute lauter. Ja. Ich glaube aber auch schon, dass diese beschissene Diskussionskultur sichtbarer ist, heutzutage durch die sozialen Medien auch durchaus aktuelle Diskussionen beeinflusst. Es wird dann irgendwie normaler, dass man extremer diskutiert oder vielleicht auch unsachlicher diskutiert. Das ist ja nichts, was sich auf unsere Nerdkultur beschränkt. Das sieht man ja auch in der Politik. Das kann man sich ja teilweise nicht anschauen. Das sieht man mit irgendwelchen Kack-Nazi-Bots, die da durch das Internet gehen und tatsächlich Einfluss nehmen auf Leute, die vielleicht manchmal auch ein bisschen simpler gestrickt sind. Das soll jetzt überhaupt nicht in die Tat klingen, aber dadurch, dass das alles dann so akzeptiert wird und dass Leute dann darauf eingehen, ja, ist das dann für manche Leute wahrscheinlich normal geworden, dass man einfach doof diskutiert. Kommen wir zurück zur Star Trek Serie und eine Frage noch so zum Abschluss, und ich hatte eigentlich was ganz anderes vor mit euch, aber ich fand es gerade so schön und so spannend, dass ich mir gedacht habe, lassen wir weg. Deswegen möchte ich jetzt nochmal eine Frage in die Runde stellen. Einfach mal, ja, nein, ihr dürft auch gerne ein bisschen ausführen, weil, wie gesagt, wir können auch gerne überziehen. Dann werde ich aber noch einen Teil von dem, was ich vorhatte, los, weil es einfach so schön ist. Fangen wir bei Data seinen Hals an. Der Hauptgrund, oder nein, nicht der Hauptgrund, aber was viele gesagt haben jetzt mit den neuen Serien, ist, die Vision von Gene Roddenberry wird verraten. So. Und darauf einfach mal eure Einschätzung. Ja oder nein? Ihr dürft auch gerne ein bisschen ausholen. Ja, ja oder nein? Ehrlich gesagt, Gene Roddenberry ist tot. Der hat kein Diskussionsrecht mehr. Also so wie das die Diskussion manchmal geführt wird von wegen Gene Roddenberrys Vision und so, das hat schon was Religiöses. Das hat schon was von, da wird jemand angerufen, der sich nicht mehr äußern kann. Also das ist, der hat auch für eine andere Zeit gearbeitet. Der ist ja schon in den 80ern mit Next Generation Teil aus der Zeit gefallen gewesen. Also was heute gemacht wird, machen andere Leute. Und da müssen wir uns natürlich für uns fragen, ob das für uns das Richtige ist. Ob unsere Erwartungshaltungen erfüllt werden. Aber Gene Roddenberry hat damit eigentlich... Der hat nur noch, das ist ja schon eine ganze Menge, damit was zu tun, was am Anfang war und gewisse Dinge schon festgesetzt hat, an denen wir uns auch halten können und an denen wir auch bestimmte Wiedererkennungseffekte haben, aber er ist nicht mehr da. Wir diskutieren nicht mehr mit. Okay. Ja. Ich habe da ein bisschen andere Sichtweise drauf. Und zwar, für mich ist einfach die Ursprungsserien, die sind einfacher gestrickt. Man musste gar nicht derart detailliert auf die beispielsweise wirtschaftlichen Gegebenheiten der Konföderation eingehen. Man hat das einfach als gegeben hingenommen. Der Kommunismus ist ja auch das gern genannte Beispiel. Inzwischen wissen wir aus der Weltgeschichte, dass der Kommunismus nun doch nicht so einfach so toll funktioniert. Sind bisher einige Staaten dran gescheitert. Und heutzutage hat man einfach einen anderen Anspruch dann dran. Ich meine, in jeder anderen Science-Fiction-Serie werden wir praktisch überhäuft mit Politik, mit wirtschaftlichen Gegebenheiten etc. Ich sage jetzt mal nur ein aktuelles Beispiel, The Expanse. Wer die Bücher gelesen hat, weiß, wir reden hier von seitenweise Wirtschaft und kapitelweise Politik. Das hätte man in den 60er Jahren gar nicht so übertragen können, laut im Fernsehen. Ja, Gene Roddenberry ist auch jemand, wie ich finde, wo du das fragst, der hat sich auch oft selbst neu erfunden. Der hat, anfangs hat er mit Star Trek ja Botschaften verpacken wollen in eine für die Senderchefs akzeptierbare Form. Ja? Er konnte die Wahrheiten sagen, ohne die Wahrheiten direkt auszusprechen. Später dann hat er das so ein bisschen bei der Next Generation revidiert. Das ist auch so ein bisschen das Narrativ, was bei uns im Podcast passiert, wo er sagte, die Menschheit im 24. Jahrhundert ist absolut perfekt. Utopie, total. Also selbst da ist ja bei ihm ein Bruch drin. Und Roddenberry selbst war auch ein absolut menschlicher Typ.
Das war ein Schlitzohr, das war ein Verkäufer, das war ein Visionär, das war ein Ehebrecher, das war ein, ein manchmal ein sympathischer Typ, manchmal wahrscheinlich auch jemand, den man richtig an die Wand hätte klatschen können. Sprich, ein Mensch. Und, Und ich glaube, deswegen lässt sich das gar nicht so richtig festmachen. Und sicherlich gibt es manche Sachen, wo man denkt, vielleicht rotiert er da im Graben, oder, aber vielleicht liegt er da und reibt sich gerade wirklich die Fäustchen, weil er denkt, so hätte ich es auch heutzutage gemacht, ja, wenn ich mich da neu erfunden hätte. Also, vielleicht freut er sich auch einfach bloß, dass das Business läuft. Auch, ja. Das ist Rob Roddenberry, der freut sich dran. Ich würde da vielleicht nochmal ansetzen, was Turo gesagt hat. Ja, Roddenberry ist tot. Aber das gibt eben Roddenberry als, das gibt die Chance, Roddenberry als Leinwand zu sehen, auf die alle möglichen Leute irgendwas zeichnen können und sagen können, das war Roddenberrys Vision und wenn ihr das brecht, dann habt ihr Star Trek nicht verstanden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Wenn man TNG anschaut, finde ich, sieht man schon eine Föderation, die sehr, sehr viel Schattenseiten hat. Und die der Advanced Human ist vielleicht auf der Enterprise zu Hause, aber sicherlich nicht in der Föderation, sicherlich nicht in der Admiralität der Föderation. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das waren die Episoden, wo Roddenberry dann nicht mehr so richtig viel mitreden durfte, da wurde er überstimmt oder da war er gerade im Urlaub oder so. Aber das ist halt genau das, was ich meinte. Roddenberry ist tot und heute können wir alles in die Figur Roddenberry reinprojizieren und sagen, ja, das ist seine Vision gewesen und das wird jetzt heute gebrochen. Damit tue ich mich wirklich schwer. Und wenn man sich andere Serien von Roddenberry anguckt, dann spielen die auch in dystopischen Umgebungen. Also es ist irgendwie alles für mich ein bisschen zu viel Roddenberry-Interpretation. Und ich finde, zusätzlich ist ja das, also wir wissen ja noch nicht genau, wo es hingeht mit Picard, darf ich dieses Kabel, danke, dann kann ich mich wieder zurücklehnen, das ist schön. Wir wissen ja noch nicht, wo es hingeht mit Picard, aber ich habe das Gefühl, dass das, was Roddenberry in den 60ern, was du gerade so schön geschildert hast, jetzt auch wieder so ein Stück weit mit Picard passiert. Es werden wieder aktuelle politische Prozesse aufgenommen, sie werden wieder verpackt, sie werden uns wieder unter die Nase gerieben und die Serie dient wieder ein Stück weit als Spiegel. Und es ist dieser erkennbare moralische Kompass, der ist vielleicht in den 60ern noch weniger erkennbar gewesen, in den 90ern mit der Picard sehr deutlich da gewesen und der ist jetzt auch wieder da. Nur dadurch, dass die Föderation gerade negativ dargestellt wird, kann Picard diesen Kompass wieder präsentieren und zeigen, ja, was die richtigen Werte, was die wichtigen Werte sind. Und darum geht es für mich auch in Star Trek, die Verkörperung von richtigen und wichtigen Werten. Und das passiert für mich in Discovery, das passiert jetzt viel mehr noch für mich in Picard. Und deswegen finde ich das gar nicht so einen großen Verrat an der Grundidee, weil das war früher auch schon ein Grundgedanke und das ist für mich auch ein Stück weit Star Trek. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort von dir, Sebastian. Ich hatte eigentlich, ja, gerne noch Applaus. Ich hatte eigentlich noch was vorbereitet, das habe ich auch bei Twitter in die Gruppe reingeschrieben und ihr habt alle schon Angst gehabt deswegen, was ich denn vor... Nein, ich wollte euch... Es ist total albern, aber ich dachte, wir machen eigentlich ein bisschen mehr Kindergarten hier, aber ich finde es toll, wie es gelaufen ist. Also, ja, ich muss trotzdem einfach nur noch ein paar Textzeilen loswerden, die mir jetzt beim Skifahren einfach untergekommen sind. Und ich wollte eigentlich, dass ihr die sehr ernst vorlest, aber ich mache das jetzt einfach mal. Denn diese Textzeilen beschäftigen mich jetzt seit einigen Wochen. Sie haben mit Star Trek überhaupt nichts zu tun. Aber tote Enten sollten nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus, doch der Chinese macht was draus. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr bekommt natürlich noch, jeder von euch, traditionell einen Killepitch von uns. Ja? Ihr habt ihn schon drüben stehen, genau. Ja. Toll. Viel Hilfe hier, ne? In diesem Sinne, Prost, die Herren. Prost, die Herren und Damen. Prost. Und wir haben ein tolles Thema jetzt gehabt und ich glaube, wir haben ein genauso tolles Thema, wie es jetzt weitergeht, denn ich übergebe das Mikrofon ab sofort an
unsere Frauen. Und ich wurde angewiesen, nicht Girls Talk zu sagen, was als nächstes kommt, sondern Women Talk. Also bitteschön. Das nächste ist jetzt hier der Women Talk. Sehr schön. Ja. Anja, ich habe gehört, du hast da was gelesen im Internet, über das wir uns alle mal ein bisschen aufregen wollen. Genau, und zwar war das ja so, im Vorfeld der Show, ja, da haben wir so überlegt, ja, über was reden wir denn? Ja. Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen, ich sehe gerade zum ersten Mal dieses Bild, wo du einfach, ich bin einfach reingeschaut richtig worden. Schlecht reingeschnitten worden bist. Ja, wunderbar. Wir haben dieses Bild nicht zu viert aufgenommen. Ja, es ist komisch. ja. Aber Moment, also. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir uns unterhalten wollen. Und zwar über Frauen in Fandoms. Ja, und da ich mich eigentlich normalerweise schon manchmal ganz gerne vorbereite, habe ich einfach mal gegoogelt. Frauen und Fandom. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kotzen. Und der zweite Artikel, den ich gefunden habe, ist von der Seite fandom.com. Also und das ist keine kleine Mini-Publikation. Das ist eine sehr große Seite und ich glaube, sie wollten witzig sein. Es ist so eine Art Wiki-Format, wer das nicht kennt. Und das, was sie jetzt vorliest, ist aus dem Eintrag mit der Überschrift Frau. Die Frau. Als Frau bezeichnet man ein menschliches Wesen, das sich unter anderem durch zwei Glocken, die sich etwa auf Brusthöhe befinden, vom Mann unterscheidet. Also es fängt schon total nett an. Ne? Der Körperfettanteil bei Frauen ist in der Regel höher als bei Männern und auch die Körperform weicht erheblich von der männlichen Form ab. Das primäre Geschlechtsorgan der Frau ist nach innen gewandt und wird als Vagina bezeichnet. Ja, genau, das, so geht es dann ungefähr weiter. Ja, welcher Satz ist schlimm, welcher ist schlimmer? Sind alle furchtbar. Wir haben auf jeden Fall, hat sie uns das eben vorgelesen, während wir alle hinten vor den Spiegel standen und uns geschminkt und die Haare gestylt haben. Besonderheiten der Frauen. Hau raus. Frauen sind im Besitz einer Gebärmutter, die sie dazu befähigt, schwanger zu werden und Kinder zu gebären. Ja, stimmt schon. Aber einmal im Monat lassen sie ein Ei springen, was auch unter dem Begriff Menstruation bekannt ist. Fast. Während dieser Tage sind die meisten Frauen schlecht gelaunt und leicht reizbar. Wird eine Frau durch das Fortpflanzungsverfahren, das ist übrigens ein Link zum Thema Fortpflanzungsverfahren, schwanger, schüttet ihr Körper Unmengen an weiblichen Hormonen aus, was die Frau in neuem Glanz erstrahlen lässt und ihren Appetit extrem anregt. Nach 9 Monaten wird dann in einem aufwendigen Verfahren ihr Kind geboren und die Frau wird durch diesen Vorgang zur Mutter. Unfruchtbare Frauen fühlen sich minderwertig und versuchen oftmals, sich mit Hilfe der künstlichen Befruchtung ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Wow, Anja, ich glaube, das hat ein Mann geschrieben, oder? Ja, daraufhin haben wir das zum Anlass genommen, uns richtig krass aufzuregen. Und ich habe mir eben. Wir wollten uns eigentlich gar nicht aufregen. Wir wollten total positiv sein, weil wir es so doof finden, wenn alle sich immer nur aufregen in Podcasts. Aber Gott, das Thema Frauen und Internet ist schwierig, Leute. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mädels, erzählt doch mal so in eurer Bubble oder in Fandoms oder auf Conventions generell, was so das Ekligste war, was ihr als Frau erfahren habt oder was ihr in letzter Zeit so gelesen habt im Internet, wo ihr echt dachtet, Alter, und ihr geilt euch daran auf. Ich möchte direkt mit einem Schwank anfangen, von einer Convention natürlich. Die Elsa ist zum Beispiel ein super gutes Beispiel, ein Cosplay von mir, Elsa aus Frozen, wir haben eben schon von ihr erfahren. Ich habe bei einem Cosplay ein Kindercharakter, nur um das mal kurz ganz vorab zu stellen. Ein Charakter aus einem Kinderfilm. Animierten Film. Auf einer sehr großen Convention mit sehr vielen Leuten, ganz großer Cosplay-Contest. Elsa ist jetzt nicht so bekannt dafür, dass die irgendwie super sexy ist oder sonst was. Sie ist halt ein Kindercharakter, wie Javanna es schon richtig gesagt hat. Ich bin zur Jury gegangen in meinem Kostüm. Das Erste, was ich mir anhören musste: ja, ist aber schon nicht so viel Glitzer, wie ich dachte, von dem Typen. Zweiter Satz war, ja, aber Titten sind schon Trumpf. Und Javanna stand neben mir. Wo ich mir auch dachte, wow, ich war so sprachlos, dass ich nichts sagen konnte. In meinem Anna-Cosplay. Wo gar nichts Korsett zu sehen ist. Ne? Ja, genau. Also der einzige Unterschied
zu diesem Körper jetzt ist, dass der Bauch weggedrückt wurde von einem Korsett und dementsprechend natürlich die Brust ein bisschen größer aussah. Ja. Und Lea ist halt immer nur die Hälfte meiner Größe. Schön. Und dementsprechend... Ja, aber in der Cosplay-Szene ist es irgendwie manchmal echt gruselig. Ich hatte auf einer anderen Con mal Hit-Girl getragen aus Kick-Ass. Die ist von ein 12-jähriger Charakter. Oben bis unten zugeknöpft. Das Einzige, was man von ihr sieht, sind Augen und Mundpartie. Ich habe mit einem Typen ein Foto gemacht und der sagte danach ernsthaft zu mir, oh, Baby, du bist der feuchte Traum von mir. Oh, das ist so geil. Oh, ich hätte fast kotzen können. Und ich musste, als ich diesen Beitrag da von dir gehört habe, Anja, an diese schlimmen Sachen denken. Und das fand ich einfach nur so furchtbar, dass ich das thematisieren wollte und mich ein bisschen aufregen wollte. Also ich habe eher die Creeps auf der anderen Seite. Also da ist es dann eher immer, wenn dann doch mal, also das ist ja jetzt heute nicht viel Ausschnitt, aber ich habe schon auch gerne mal körperbetonte Sachen an. Da kommen schon einige blöde Sprüche, vor allem auch dann im Cosplay, wenn dann mal ein Korsett oder Corsage involviert ist. Oder die fiesen Kommentare, wenn dann mal der Charakter eigentlich nicht sexy sein soll, dann ist es direkt eklig, weil was will die Dicke denn in dem hautengen Kostüm? Aber meine Lieblingsekelgeschichte ist eigentlich auch von mit Lea unterwegs gewesen. Da hatte sie Harley Quinn an, ist zugegebenermaßen ein sehr, sehr sexy Outfit und sieht wahnsinnig toll drin aus. Und es wollen ständig Leute mit ihr Fotos machen, aber Mr. Dreistigkeit himself wollte dann nur ein Bild von hinten. Also ohne alles. Als nächstes kommen die, die dann nur ein Foto von deinen Füßen haben wollen. Aber damit kann man vielleicht noch Geld im Internet machen. Das kann sein. Ja, wir wollen aber auch nicht zu viel über Cosplay reden, sondern auch über ein paar andere schlimme Männer, die es leider tatsächlich gibt. Jenny, ich muss jetzt mal zu dir kommen. Weil wir haben so ein persönliches Thema, das uns leider so betrifft. Es tut mir total leid. Ich bin großer Fan von der neuen Witcher-Serie. Na, also mega geil, richtig gut gemacht. Aber Jenny, außer die hässlichen Kontaktlinsen. Wir müssen reden. Kannst du ja Jenny mal ein Mikro geben? Es wird jetzt ein bisschen persönlich. Komm mal zu dir. Hey Jenny, was sagst denn du zu Henry Cavill? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich mochte Henry Cavill ziemlich gerne, aber der hat sich im letzten Jahr in Bezug auf die MeToo-Debatte nicht so geil geäußert, wo ich dann dachte, okay, boy, das ist leider für mich gestorben. Weil er gesagt hat, dass er jetzt durch die MeToo-Debatte ja gar nicht mehr wüsste, wie er Frauen ansprechen sollte, ohne dass es kritisch ist. Und dann dachte ich so, okay, als Person des öffentlichen Lebens kannst du sowas echt eigentlich nicht sagen. Das ist schon ein echt kurzer geil. Hinweis an alle Männer. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit einer Frau redet, ohne dass sie euch der sexuellen Nötigung anklagt, dann habt ihr etwas im Leben falsch gemacht. Ja, für richtig. Alle noch so. Anfang für ein Gespräch. Vor allem noch so als Zeitinfo, die vielleicht The Witcher nicht gesehen haben. Henry Cavill spielt The Fucking Witcher. Ja, das ist sehr bitter. Er hat, also man muss halt auch sagen, er hat sich danach auch entschuldigt, aber es klang halt... Was hätte er auch sonst machen sollen? Es klang halt sehr nach einer PR-Entschuldigung. Wenn du sowas halt raushaust, wir haben uns geekelt und das war auch der Grund, warum du die Serie nicht geguckt hast. Nee, also für mich ist das tatsächlich ein Grund, dieses... Also ich bin sowieso niemand, der so Gaming ist und mich interessiert es tatsächlich auch nicht, aber ich hätte es nur geguckt, um mitreden zu können bei allen, ne, weil alle Leute das gucken, aber das ist für mich halt echt so ein Grund, so, nö. Aber ich finde das krass, dass das halt der Grund ist, warum dich das abschreckt, das zu gucken. Weil ein White Dude so eine Scheiße erzählt hat. Und sowas regt einen einfach auf als Frau. Ich will den halt auch einfach nicht unterstützen mit so einem Scheiß, den er sagt. Das ist halt auch Anja. Komm, erzähl du was Schlimmes. Was Schlimmes? Also auf einer Convention ist mir bis jetzt zum Glück noch nichts Schlimmes passiert. Ich bin auch schon in einem sexy Cosplay über eine Con gelaufen und es ist nichts passiert. Ich hatte Shorts an, ich bin über die Rheinkirmes gegangen und da wurde mir an den Arsch gegrapscht, einfach so. Mir wurde auch schon irgendwie in dem Gedränge wurde mir auch schon an die Brüste gegrapscht. Männer sind da, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Nein, dieser eine Mann. Ja, dieser eine Mann ist richtig. Dieser eine Mann und ich höre gerade wieder Not All Men. Ah. Von den Männern, ne? Die Sache ist die, natürlich meinen wir damit nicht jeden einzelnen Mann. Aber jede einzelne Frau
hat so eine Geschichte. Und das ist das Traurige, weil ein Kerl, der 10 Frauen belästigt, hat trotzdem 10 Frauen einen schlechten Moment gegeben. Und das, was Frauen vor allem brauchen in diesen Zeiten, ist nicht bloß, dass wir zusammenhalten und uns darüber austauschen, sondern dass wir das den Männern mitteilen, nämlich den guten Männern, dass die den anderen Männern auf die Finger hauen, dass ihr uns unterstützt, indem ihr für uns mit einsteht, weil diese Art von Männern, die so etwas tun, die hören nicht auf uns und die hören uns auch nicht zu. Also brauchen die von einem anderen Kerl, so traurig das für uns sein mag, die Anweisung, Typ, sei kein Arsch. Ja, das Gruselige ist halt wirklich... Aber das Ding ist halt auch, dass manche Männer, die so ein Verhalten an den Tag legen, das nicht mitbekommen, dass sie gerade ein Arschloch sind und dass sie einfach nicht checken, was sie der Frau in dem Moment antun. Das fängt ja schon da an, dass wenn ich abends auf einer dunklen Straße langlaufe und mir kommt ein Typ entgegen, die Straßenseite wechsle, weil ich denke, da könnte ein doofer Spruch kommen, da könnte sonst was kommen. Es kann auch eine Gruppe Männer sein, ne? Also man hat immer ein ungutes Gefühl, weil immer schon irgendwas passiert ist. Man hat immer schon mal irgendwo einen Spruch gedrückt bekommen. Und wenn es nur, hey Kleine oder keine Ahnung was ist. Oft sind es auch gern mal die Handwerker aus dem Transporter, die dich dann so angucken. Die brauchen dich einfach nur so eklig angucken. Und du fühlst dich einfach schon beschmutzt irgendwie. Das ist einfach nicht schön. Und das ist halt das Gruselige, ne? Es muss noch gar nicht mal so eine Masse an Leuten sein. Es ist halt dieser eine Dude, ne? Diese Masse an Leuten, die sehen wir jetzt zum Beispiel am Sonntagabend wieder in der Nacht, wenn die Oscars wieder sind, ne? Und der Oscars are so white man rage, in Saturday Night Live. Es ist manchmal wirklich echt zum Verzweifeln. Und deshalb dachte ich mir, Mädels, wir müssen aber auch mal über Sachen reden, die wir echt gut finden in Fandoms. Also haut mal irgendwie so einen Filmtipp oder eine Serie raus. Sex Education. Sex Education Staffel 2 war grandios. Oh, also ja. War grandios. Ja. Mega geil. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, das Musical wird umgesetzt. Es wird umgesetzt und es kommt in der letzten Folge und es ist grandios. Spaß beiseite. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen und das ist das, was ich eben schon meinte. Wir wollten uns gar nicht aufregen. Wir wollten über ganz viele tolle Sachen reden. Nur dieses Gespräch in der Umkleide hat uns eben leider alle ein bisschen auf 180 gebracht. Ich finde zum Beispiel grandios Frauenzusammenhalte auf der Toilette. Das geht sowohl bei Conventions als auch auf Konzerten oder Theater, was auch immer. Wenn da eine ruft, sie braucht ein Tampon oder Klopapier ist alle oder hat mal jemand eine Haarspange oder Haarspray, Deo, was auch immer. Es wird immer geholfen. Ja. Also dieses, warum Frauen nie alleine ins Bad gehen. Hermine Granger ist alleine aus dem Klo gegangen und wurde von einem Troll übergriffig behandelt. Die maulende Mörte ist da sogar gestorben. Ja. Also Harry Potter sind ganz gut. Katie Bell wurde mit einem Fluch belegt. Ja, richtig. Man geht niemals als Frau alleine aufs Klo, weil man durch Harry Potter weiß, was passiert. Das Schöne ist, dass wenn wir alleine gehen, wir sind nicht alleine. Ja, richtig. Also das ist eine meiner liebsten Kleinigkeiten von Solidarität ist Frauen im Badezimmer. Wir hatten ja auch vorher noch gesprochen über Serien, Filme, die wir gut finden mit starken Rollen, Vorbildern oder mit starken Frauen etc. Und ich muss da irgendwie zurück in die 90er gehen, weil mir gerade ein aktueller Film irgendwie nicht einfällt. Aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Ashley Judd und Tommy Lee Jones. Kennt jemand von euch den Film Doppelmord? Okay, ihr findet den alle scheiße anscheinend. Ich finde den einfach gut, weil es in dem Film um Gerechtigkeit geht und es ist einfach ein cooler Film. Also so ein starker Rollencharakter als Frau, der da durchgreift. Das gefällt mir sehr gut. Ja, mir fallen gleich so zwei Sachen ein. Auch mal was eher so in den 90ern, frühen 2000ern bekannt war. Buffy. Ja, ich bin gerade dabei, das wieder durchzugucken. So fällt mir die gerade nicht ein. Na, Buffy, grandios. Weil natürlich geht es auch darum, wer mit Buffy, wann, wo. Aber es geht eher darum, sie ist der fucking Vampire Slayer. Sie besiegt die Leute. Ne? Und sie wird einfach nie verstanden von ihren scheiß Freunden. Schrecklich. Und ein sehr modernes Beispiel, eine meiner Lieblingsserien, Jenny, ich lehne mich jetzt wieder ein bisschen zu dir rüber, weil du die Serie auch sehr gut findest, ist natürlich, Jan, du darfst jetzt applaudieren, Girls! Das ist der Jan. Ja, ganz alleine.
Also, ohne Mist, ich weiß nicht, ob ihr beide Girls gesehen habt. Noch nicht. Ja, wie du kennst, ja, du kennst es auch nur so ein worum bisschen. Geht's? Von mir. Girls. Es geht um Girls. Ohne Scheiß. Es geht um vier Mädels, die in New York leben, die ganz unterschiedliche Leben haben. Es war damals so ein bisschen angedacht als, ja, wir machen ein Sex and the City, aber mit Frauen, die halt zwischen 20 und 25 sind. Okay, ja, ja. Und die nicht uralt sind. Normalen Frauen. Für 3000 Euro Schuhe kaufen können, ja. Weil wer kann das schon? Na, und da wird normaler Sex gezeigt. Alleine in der ersten Folge ist so weirder, komischer Sex mit Tinder-Dates sozusagen zu sehen, wo du denkst so, okay, ja, das ist normal, ne? Und die Frau hat einen normalen Körper. Das ist auch das Schöne halt an dieser kompletten Serie, ne? Die sind alle so durchgedreht normal. Ich kann es nur empfehlen. Ich muss gerade irgendwie an Fleabag denken. Ja, 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 genau so. Dafür wollte ich dir das Mikrofon wegnehmen. Es ist dieselbe Fleabag. Fleabag lehnt sich daran an und Fleabag ist ja auch jetzt mehreren Auszeichnungen ausgestattet worden. Das liegt auch unter anderem an den grandiosen Schauspielern darin. Und außerdem gibt es natürlich mittlerweile sogar Superheldenfilme mit Frauen. Birds of Prey. Ja, den habe ich leider noch nicht gesehen. Birds of Prey haben wir leider noch nicht gesehen. Aber Captain Marvel und Wonder Woman waren schon toll. Aber dazu muss ich auch sagen, die eine Szene in Avengers Endgame, wo die Frauen zusammenstehen und zusammen kämpfen und beide beschützen. Das ist die beste Szene. Ihr versteht es wirklich nicht, weil, also, wer in der Szene keine Gänsehaut hatte, kann das nicht nachvollziehen, weil der brauchte das wahrscheinlich noch nie. Aber dieser eine Moment, der war zwar so kitschig und so fanservice-y und so übertrieben und unnötig und unrealistisch, aber in dem Moment war Spider-Man unser aller Baby. Sowieso, immer. Ich glaube, das war auch der Moment, an dem ich am krassesten geheult habe in Endgame. Ich auch. Also wirklich, weil ich mich so verstanden gefühlt habe. Das ist wirklich, also ich muss nur nochmal, also es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, warum einen das so überwältigt. Aber ich weiß noch, als wir in Wonder Woman im Kino saßen und als in der allerersten Szene einfach nur die Amazonen Kampftraining gemacht haben, in tatsächlicher Rüstungskleidung und nicht in Bikinis und einfach nur kraftvoll und stark und normal waren und von einer normalen Kameraführung begleitet worden sind, hatte ich Gänsehaut und habe geweint und dachte so, warum? Was ist hier los? Aber es war einfach überwältigend schön, einfach mal einen Film für uns gedreht zu haben, der, also, ja. Ja, man, also, jetzt, wenn du dir allein die Oscars ansiehst, ne, da gibt es so viele Filme, die nominiert sind, wo fast nur Männer komplett mitspielen. Aber denk mal drüber nach und zähl mal einen Film auf, wo fast nur Frauen mitspielen, wo vielleicht eine Männerrolle ist. Ja. Little Women. Ja, ich habe heute noch zu Chris gesagt, dass ich den gerne gucken möchte. Wing Farm? Er hat mich gespoilert. Das Buch ist egal. Ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen. Und er hat mich gespoilert. Egal. Ja, fand ich scheiße. Ich gucke den Film trotzdem. Ja. Weil ich mich drauf freue. Auf welchen Film freut ihr euch denn demnächst noch so, wo vielleicht Frauen mitspielen? Also Birds of Prey. Birds of Prey. Ich glaube, das wird auch, ja, wie Chris das jetzt auch sagen würde, ein Kindergeburtstag. Aber ich freue mich richtig drauf, weil es sieht so bunt aus und trashig irgendwie, aber geil. Apropos trashig, ich möchte einmal ganz kurz einen Ball zu dir rüberwerfen, Lea. Weißt du, wie schlecht Charlie's Angel angekommen ist. Ja, also rede ich total gerne drüber, weil ich war auch skeptisch bei dem neuen Charlie's Angels Film, weil ich dachte so, okay, als ob die das irgendwie hinkriegen, diese geilen 2000er Filme, die so trashig waren, zu schlagen. Und ich habe Charlie's Angels gesehen und ich war danach so fucking powerful. Ich kann das wirklich echt schlecht in Was Worte ihr gerade nicht seht, ist, Lea trägt eine Perücke. Sie hat darunter sich mir die Frisur von Kirsten Stewart schneiden lassen. Also ich war danach so begeistert, dass ich mir komplett die Haare aufrasiert habe. Es war schon ein bisschen wegen Kirsten Stewart. Und ich habe große, große, große Angst vor Autofahren und Einparken und generell. Und nach diesem Film, Leute,
habe ich in einer Parklücke rückwärts eingeparkt. Das verdient Applaus. Also was kann bitte Filme mit einfach Frauen, einfach nur wo Frauen da sind. Es geht noch nicht mal darum, dass sie irgendwie was Krasses machen, sondern es geht darum, dass es vielleicht zwei Männer gibt in einem Film und einfach mal mehr Frauen. Es muss noch nicht mal was Krasses passieren. Aber in Charlie's Angels ist es wirklich so, dass die Frauen noch badass sind und krass sind. Und ey, guckt euch den an. Der ist lange nicht so trashig. Der ist krass brutal. Das ist der brutalste Charlie's Angels-Film, den ich jemals gesehen habe. Gönnt euch den ordentlich. Ich gucke ihn schon allein, weil ich Kristen Stewart einfach so cool finde, ja. Diesen Style. Ja. Schon allein ein Grund für mich. Man sieht, wir brauchen nicht viel. Aber das kommt auch von der Regel, die Ghostbusters machte. Ja, das ist so eine neue Sache, ne? Also dieses, wir machen einen neuen Film, aber mit Frauen. Also gucken wir uns hier mal Ocean's 11 an, ne? Oder halt die Ghostbusters, wie krass diese Filme gefloppt sind. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, die müssen einfach lieber neue Geschichten umsetzen. Ja, ich will einfach nicht diese Remakes sehen, weil nur, oh, wir machen es jetzt mit Frauen. Das fühlt sich immer so zweiter Klasse an. Also ich finde das auch total unnötig. Ich habe das auch, als wir auf dem Castblast waren, wo es um Toxic Phantom geht, auch gesagt, ich habe Ghostbusters geliebt, ich fand den lustig, es war tolle Sommerunterhaltung, mehr brauche ich nicht von dieser Art von Film. Aber es war vollkommen unnötig. Also wir wollen, also auch, ne, ich will auch Filme mit vielen Frauen sehen. Ja, aber ich brauche den gleichen Film nochmal mit Frauen. Genau, und ich brauche auch eigentlich kein neues Charlie's Angels und ich brauche auch keine hundertste Film sonst was. Ich möchte eigentlich lieber neue Geschichten mit Frauen, ja. So wie wir jetzt die Birds of Prey, da haben wir vorher nichts von gesehen. Wir haben Wonder Woman war Vorreiter von diesen Superheldenfilmen. Little Women ist ein uraltes Buch, aber Greta Gerwig. Hat da eine aus Friends. Ganz tolle neue, weil das in den USA ein Klassiker in der Schulliteratur ist. Ja. Die hat da eine ganz tolle Inszenierung draus gemacht und ich mochte zum Beispiel damals auch die Virgin Suicides von Coppola total gerne. Lady Bird von Greta. Lady Bird, das sind einfach so Geschichten, die guckt man sich als junge Frau sehr gerne an. Und die machen mir persönlich einfach mehr Spaß als diese Wiedererzählung nur auf, wir versuchen jetzt mal das weibliche Publikum anzusprechen. Aber nichtsdestotrotz gucke ich mir die an, weil ich möchte, dass die Leute, die Filme produzieren, merken, dass das Geld bringt, damit die weiterhin Filme mit Frauen produzieren. Denn anscheinend ist das ja jetzt gerade erst der heiße neue Scheiß. Ja. Das wurde eine ganze Zeit lang nicht vermarktet. Und wenn die jetzt denken, wie bei Charlie's Angels oder bei Ghostbusters oder was auch immer, der Film floppt, wir machen jetzt nie wieder was mit Frauen. Ja, aber das war ja bei Captain Marvel auch so krass. Ne? Ich weiß nicht, wer davon weiß, aber in letzter Zeit wurde geleakt, dass Captain Marvel schon in Age of Ultron hätte mitspielen sollen. Und da gab es auch Fotos tatsächlich in der letzten Szene. Und eine Schauspielerin, die dafür gecastet wurde, die wurde rausgeschnitten, weil einfach die damals dachten, nee, Captain Marvel ist zu stark und sie ist eine Frau und das passt nicht so ganz in unser Schema. Da muss ich gerade an Bai Ling denken. Ja. Sie sagt ja, sie ist aus Star Wars rausgeschnitten worden wegen der Playboy-Fotos. Josh Lucas sagt was anderes. Aber Josh Lucas ist auch ein weißhalter Mann. So wichtig war. Ja. Also Bai Ling ist wirklich sehr, sehr cool und ich fand schade, dass sie nicht drin war. Hätte ich auch gerne gesehen. Wir müssen trotzdem jetzt langsam mal einen Schlussstrich hier drunter ziehen. Deswegen. Wir haben am Anfang erzählt, weil wir uns so aufgeregt haben über eklige, gruselige, doofe Erlebnisse. Ich möchte das lieber auf einer positiven Note hier enden. Was war denn jetzt in den letzten, dieses Jahr haben wir heute am Anfang der Show schon gemerkt, ist ein bisschen knapp, aber sagen wir mal im letzten halben Jahr, so vom Nerd, also was Nerdiges und was euch bestärkt hat, Und was euch gefreut hat. The Handmaid's Tale, Staffel 3. Definitiv kann ich genauso bestätigen. Also ich habe mich ja eben schon für Sex Education ausgesprochen, weil gerade die zweite Staffel grandios war. Und ich möchte hier noch einen kleinen Shoutout zu Big Mouth, auch auf Netflix. Weil das so grandiose, die ist auch einfach sehr lebensnah. Teenager-Pubertätsblödsinn, aber für Erwachsene gemacht und in einem ganz geilen Comic-Stil. Mir fällt auch jetzt halt nur Sex Education irgendwie ein.
Und mir fällt dann leider nur noch ein Flop ein. Also ich war sehr enttäuscht von der 12. Staffel The Big Bang Theory, die ich letztens gesehen habe. Big Bang Theory, nur weiße Männer, muss man nicht drüber reden. So lame und so blöd am Ende alles. Ja, aber wir haben auch mehrere Sachen jetzt genannt, die sehr, sehr gut sind. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt das Jahr noch bringt. Black Widow. Black Widow. Genau, ja. Black Widow haben wir auch noch. Nach 10 Jahren. Ja, aber ich finde das schon gruselig, ne? Dass einem das noch nicht mal so großartig einfällt, dass man erstmal überlegen muss. Ja, das war... Ja, jetzt habt ihr alles schon wieder ins Negative. Tut mir leid. Oh. Meine schöne, zerstörte App-Überleitung. Sorry, that's my fault. Ja, lass mal zusammen aufs Klo gehen. Ciao. Genau. Vorher, Wetten, dass wir haben doch ein wenig überzogen. Ja, die nachfolgenden Sendungen haben sich jetzt verschoben. Scheiße, Mann, ich bin mega happy. Ich fand's toll. Ich fand's auch das jetzt toll. Einfach, weil es wieder zeigt, dass wir auch, glaube ich, bei uns im Podcast durchaus versuchen, einfach ganz viele Meinungen abzubilden und wir auch meinungsstarke Sprecher haben. Und das ist mir immer sehr wichtig. Das muss nicht jeder teilen. Und ich weiß auch, dass wir durchaus an der einen oder anderen Stelle viel mehr Hörer haben könnten, wenn wir mainstreamiger oder netter wären. Wir verkaufen uns nicht. Ne? Ja? Ja. Oh, wie kann ich sagen, dass wir uns nicht verkaufen? Aber ich sag mal, wir haben halt unsere Meinung und Nerdplay hat seine Meinung und Anja hat ihre Meinung und das hat einen Platz und das muss auch rein, finde ich. Und deswegen vielen Dank für dieses sensationelle Panel und ich würde sagen, das macht ihr jetzt im Magic Con am Castplus gerade noch. Ja, Mann, super. Ja? Weil da gehört sie nicht hin, da sind nämlich 500 Leute im Publikum und da gehört sie hin. Ja. Ihr habt heute quasi so ein bisschen Kurzfassungen von dem gehört, was man sonst in Podcasts so mitbekommt. Manche Podcasts können über 2 Stunden sein, manche können über 4 Stunden sein. Wir halten es meistens. Manche googeln live im Podcast. Ja, genau. Also wir auch, nur wir scheinen es halt raus. Aber das ist jedem selbst überlassen und das ist das Tolle am Podcasten. Ich bin froh, oder wir sind froh, dass wir Teil dieser Community sind. Wir haben tolle Leute deswegen kennengelernt in den letzten 5 Jahren. Einige davon sind hier, einige Hörer sind hier. Und wir haben noch eine Danksagung, denn wir hatten ja dieses, wie ihr es vielleicht gesehen habt, doch für einen Podcast durchaus professionelle Intro, auch wenn es nicht so geklappt hat mit dem Abspiel. Trotzdem war das eine sensationelle Sache. Und Michael, da hast du noch eine kleine Danksagung. Ja, danke erstmal an den Kai, der irgendwo in diesem Lichtwusel sitzt. Wo wir in der vielen Dank für diese sensationelle Erfahrung. Großartig, er hat sich viel Mühe gegeben, viel Arbeit. Ihr seht einfach, was für ein Vollblut-Profi dahinter ist. Kai kenne ich jetzt schon seit dem Studium, seit 2005 und er ist einfach nur noch besser geworden. Ja, also das Intro war wirklich mega. Da denkt man gleich, wir hätten hunderttausende Hörer. Das ist viel zu geil. Deswegen, lieber Kai, wo auch immer du bist, wir haben was für dich. Ja, ist er. Ein Applaus für uns. Ja. Willst du noch ganz kurz Werbung für dich selber machen? Findet mich gut, applaudiert für mich. Es war mir eine Riesenfreude, einfach mal 2 Stunden einen TIE Fighter an einem Sonntagnachmittag zu rendern und irgendwie so, wieder wie sonst muss ich langweiligere Sachen bauen und das war einfach mal geil, wieder irgendwie Laserstrahlen. Kinderspielzeug. Kann man dir irgendwo folgen in sozialen Medien? Ich hab ein Instagram, das ist der Tusa, da kann man vielleicht mal drauf gucken, das verlinkt man vielleicht mal, da mache ich manchmal sinnvollere Sachen, manchmal bin ich nur betrunken in Bergen, also sowas halt. Also, wenn du betrunken in Bergen bist, dann kennst du ja auch die tote Ente. Ja. alte Südtiroler Hüttenweisheit. Nein, Pippi, wenn du Sonntagnachmittag nichts zu tun hast, wir hätten da noch einige Renderaufträge für dich. Ich muss ganz schnell Energie... Ja. Dir, also, deine Dankbarkeit. Ich hoffe, du kannst etwas mit Killepitch anfangen. Oben rein, unten raus, ne? Ja. Wunderbar. Das offene Ende nach oben. Mach mal gleich auf. Genau. Ja.
Dann haben wir noch ein, wir müssen noch drei Gewinner bekannt geben für unser Star Wars Gewinnspiel. Die werden aber auch noch per E-Mail benachrichtigt, aber der Vollständigkeit halber, weil es sonst irgendwie in den nächsten Cast irgendwie untergeht. Wir hatten ja mit Elben mal zusammen ein Gewinnspiel und da haben wir gezogen die Romy, den Lukas und den Christian. Es ist keiner davon hier, ich schwäse, deswegen kriege ich die alle eine E-Mail. So, an der Stelle möchte ich jetzt einfach nochmal bitte alle Nerdizisten auf die nicht vorhandene und trotzdem ganz tolle Bühne bitten. Ich bedanke mich an eurer Stelle, an aller Stelle, dass ihr hier da gewesen seid, dass ihr uns eure Zeit, euer Ohr gegeben habt. Und wir sind noch eine Weile hier. Wir haben einen vollen Kühlschrank, der kann auch aufgefüllt werden. Das junge Theater freut sich über jeden Spenden-Euro in Form von Flüssigem, den ihr da reingebt. Deswegen freuen wir uns, dass ihr hier wart. Sagen euch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir werden wir machen hier auch genau. Ein bisschen frei machen und dann kann man auch ein bisschen. Werden ihr euch was zu trinken? Tanzen. Genau. Wenn ihr euch also neu mit Nachschub versorgt, wenn wir hier ein bisschen aufräumen, dann tanzen wir frei. Wir gleich machen. Ordentlich ab. Und dann machen wir hier noch anständig Party on. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an alle Nerdizisten, die hier mitgemacht haben. Und das Beste, wir brauchen noch so ein paar Bewertungen bei iTunes. Oh, jetzt bitte. Okay, pass auf. Ja. Weißt du unsere Telefonnummer inzwischen schon? Gut, der Michael, die Telefonnummer ist zunächst gerade. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Vielen Dank. Die Technik. Der Lenny hat es verdient, der hier das tolle Licht und den Sound gemacht hat. Vielen Dank. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.